Dein Taxi ist da. Wieso? Hab ich das bestellt? Du wolltest doch nicht jetzt auch noch fahren. Nee. Aber telefonieren. Gib mir 480 Überstunden, genau. Ja, Block? Klingt ja gerade so, als ob Sie das Opfer sind. Na, was ist? Fällt Ihnen nichts ein? Sie sind doch hier der Ansprechpartner. Hat deine Frau dich rausgeschmissen, weil sie dahinter gekommen ist, dass du ein kleines Mädchen treibst? Gott, das kann doch nicht alles sein, was von einem Menschen übrig bleibt! Willst du sagen, dass ich Angst habe? Du bist nicht anders, Bella. Du trägst auch keinen Zaubermantel. Stress, Wodka, du schläfst nicht. Das Schlimmste ist, du schweigst. Selbst Napoleon hat irgendwann geschlafen. Der war auch keine Frau. Du widerst mich an. Wie schnell ist die Wahrheit das, woran man glaubt? Ist die Wahrheit nicht immer das, woran man glaubt, Herr Müller? Oh, komm mal in die Hufe, Junge! Ich will, dass wir heiraten. Spinnst du? In meinem Beruf geht es um Menschen, um menschliche Schicksale. Du kannst gar nicht anders, Bella. Du bist wie ein Terrier. Wenn du einmal eine Fährte aufgenommen hast, dann gibst du keine Ruhe, bevor du das Tier aufgestöbert hast. Sie werden doch jetzt nicht an mein weiches Herz appellieren. Sie wissen doch, dass ich keins habe. Waschen kann ich mich allein. Das finde ich gut. Sie machen wirklich keinen Umweg. Haben wir zwei das noch nötig? Also wenn ich so aussehe, wie ich mich fühle, dann brauche ich eine Burka. Okay. Schaust du hier aus wie ein Regisseur. Ich kenne diesen Blick. Sie wollen was von mir. Und ich werde es Ihnen nicht geben. Sie wollen mich wirklich bloß aushorchen? Und Sie wollen nur meinen Körper. Ich hasse lange Abschiede. Du bist ein mitfühlender Mensch geblieben. Oh, Bella, du bist ein Engel. Engel sind auch nur Geflügel.